Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Newcastle United Karrieremodus. Wir sind am Start mit der nächsten Episode und zwar der 26. dieses Projekts. Wir sind im Juli 2016 und dementsprechend immer näher dran am ersten richtig interessanten Spiel der Saison und zwar gegen den FC Chelsea, gegen den Chelsea Football Club, gegen ja, den Gegner, den wir im Community Shield, ist es das? Ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall im Pokalfinale, Ligapokal hier, Supercup auf Deutsch, also im englischen Supercup quasi, gegenüberstehen werden. Wir als Pokalsieger, Chelsea, Community Shield ist genau, Chelsea als Ligasieger. Wird auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Marseille hat das Angebot für Cabella ausgeschlagen. Dementsprechend wird der nicht zu den Franzosen wechseln und bei uns erstmal bleiben. Das war sowieso der Plan. Ihr habt mir unter der letzten Episode ein paar Vorschläge geschrieben. Es hat sich ein paar weitere Sachen noch entwickelt, beziehungsweise haben sie weitere Sachen noch entwickelt auf dem Transfermarkt. Unter anderem ist angeblich Newcastle an Saido Berahino dran. Bei dem habe ich mir sogar überlegt, holst du den eventuell übrigens hier? Das Angebot für Jack Colback wurde von Aston Villa angenommen. Das heißt, unser ja quasi Jugendspieler verlässt uns dementsprechend wieder. Haben wir überlegt, Saido Berahino kannst du den gebrauchen, aber wir haben mit Mitrovic, der okay verliehen ist, aber trotzdem theoretisch noch da ist, mit Perez, mit Armstrong, mit Bendtner und mit Batshuayi, 5 Stürmer, beziehungsweise 4, die aktuell da sind. Wir brauchen eigentlich keinen und dementsprechend lassen wir das sein. Haben Angebot reinbekommen für den Kollegen Rob Elliott, den ich aber ganz gerne behalten möchte. Selbst wenn er noch Ersatzspieler wäre, würde er trotzdem bei mir bleiben, bei Newcastle, denn er gehört einfach mittlerweile zu unserem Verein dazu und muss einfach in unserem Kader drinstehen. Als Ersatzkeeper wird er auf jeden Fall irgendwann wieder seine Spielzeit bekommen, wenn wir einen neuen Torwart bekommen sollten, den ich jetzt übrigens endlich mal suche. Juhu, ich habe mich dazu entschieden, es doch noch mal zu machen. 24 bis 29 Jahre sollte er alt. Groß- und Stammspielerqualität ist das, was ich suche. Dementsprechend mal schauen, wie das Ganze funktioniert. Wir simulieren noch einen Tag weiter und zwar zur Partie gegen den FC Chelsea. Haben Jack Colback endgültig verkauft und müssen dementsprechend ein bisschen umdisponieren. Unter anderem mit Rémi Cabella, den ich in die Startelf packe. Rechter Flügel, auf der linken Seite ein Tab in der Sturmspitze, Batshuayi. Thauvin soll uns ja im Idealfall verlassen, beziehungsweise wird wohl keine Zukunft bei uns haben. Von daher ist Cabella die logischere Variante. Ansonsten keine wirklichen Überraschungen in der Startelf, würde ich mal sagen. Sissoko weiterhin nur in der ja, Ersatzrolle bzw. Reservistenrolle nach seiner Verletzung wird auch irgendwann wieder spielen. Jetzt nicht. Viel Spaß gegen Chelsea. Newcastle United im ersten richtig wichtigen Spiel der Saison gegen den FC Chelsea, der Chelsea Football Club, die blauen Männer aus London, heute hier ja im Emirates Stadium und zwar für ein sehr, sehr wichtiges Spiel, natürlich nicht im Emirates, sondern im Wembley Stadium für ein sehr wichtiges Spiel und zwar den Community Shield. Das ist der englische Supercup, der Ligasieger oder der englische Meister, der FC Chelsea gegen den Pokalsieger Newcastle United. Gegen Liverpool hatte man sich durchgesetzt und hatte dementsprechend gut eingekauft, aber auch Chelsea natürlich gerade mit Geld von der Abramovic gesegnet, hatte ordentlich zugeschlagen auf dem Transfermarkt, 51 Millionen für den anderen Abwehrchef ausgegeben, für Raphael Varane auf der anderen Seite, bisher Top-Transfer Jonjo Shelvey, für den hatten sie 17 Millionen überwiesen an ja, Swansea City, Liga-Konkurrenten aus Wales, auch Henri Saive stand in der Startelf, für den haben sie 13,5 Millionen bezahlt und zwar an Girondin Bordeaux. Varane auf der anderen Seite war also teurer als diese beiden Spieler zusammen, ist aber natürlich auch eines der vielversprechendsten Innenverteidiger-Talente der ganzen Welt von Real Madrid gekommen. Bei Newcastle spielte Elliott vor Bellerin zusammen mit Vestergaard und zusammen mit Pocagnoli in der Verteidigung, Saive und der angesprochene Jonjo Shelvey im zentralen Mittelfeld, davor Wijnaldum, ja, ehemaliger Leihspieler, Rémi Cabella, Mtep und Michy Batshuayi. Auf der anderen Seite bei Chelsea auch eine sehr, sehr starke Hilfe, vielleicht sogar noch ein bisschen stärker als die von Newcastle, im Torcode war davor Ivanovic, Varane, Tomas Kalas und Cesar Azpilicueta auf der 6, Nemanja Matić zusammen mit John Obi Mikel, davor Lucas Piazon, Oscar, Willian und Diego Costa in der Sturmspitze. An sich also alles vorbereitet für eine richtig interessante Partie zwischen diesen beiden Teams, auf beiden Seiten theoretische Chancen da, hier diesen Pokal zu gewinnen. Das wollten sie natürlich auch beide tun. Und deswegen springen wir einfach mal rein in die erste interessante Szene dieser Partie. Und die gab es. Überraschung auf Seiten von Newcastle, die gegen Top-Teams ja immer relativ gut reinkommen. Wijnaldum hier mit dem Kopfballversuch, aber knapp am Tor vorbei. Courtois muss nicht eingreifen. Der Leder verfehlt das Ziel ganz, ganz knapp. Auf der anderen Seite dann Oscar. Erstmals gefährlich vor dem Kasten. Macht direkt das 1:0. 21. Minute. Chelsea mit der ersten richtigen Aktion in der Offensive. Und der Brasilianer bleibt eiskalt vor dem Tor von Rob Elliott. Der ihre drei Chancen los gegen den strammen Schuss des Brasilianers, der hier wunderbar freigespielt wird, sich klasse durchsetzt, in den 16er geht mit wunderbaren Dribbling-Fähigkeiten und der Abschluss dann in die kurze Ecke ist unhaltbar. 1:0 also für Chelsea. Da sah die Defensive Newcastles nicht sonderlich gut aus in der Folgezeit, aber versuchten sie in der Offensive diesen Fehler wieder gut zu machen. Das ist Rémi Cabella. Wunderbarer Trick, setzt sich klasse durch gegen die Defensive. Der Blues geht in den 16er, kommt nicht zum Abschluss. Es war ein bisschen das Problem, man kam nicht gefährlich vor den Kasten, beziehungsweise schon gefährlich vor den Kasten, aber nicht gefährlich zum Abschluss. Jonjo Shelvey mit der Balleroberung aber seine Flanke abgewehrt. Es gab
den Eckball, der allerdings natürlich Gefahrenpotenzial birgt, denn gute Kopfballspieler gibt es nicht nur auf Seiten von Chelsea, sondern auf Seiten auch von Newcastle. Der Eckball reingeballt ebenfalls wieder von Jonjo Shelvey, der schlägt ihn in der Mitte und da steht Yannick Vestergaard, Neuzugang, kommt nochmal nicht mit dem Kopf ran, sondern mit dem Fuß, legt nochmal auf ihn, Naldo mit der Zehe ab und knapp am Tor vorbei. Das war die nächste gute Chance für Niederländer, der aber knapp am Tor vorbei verzieht. Es blieb beim 0:1 aus Newcastles Sicht. Die McPies wieder in der Defensive gefordert. Oscar mit dem Ball nach außen auf Lucas Piazon, sein Landsmann. Die Flanke aber kein Problem für Rob Elliott. Danach war erstmal Halbzeit im Wembley Stadium. Er stand 1:0 für Chelsea. Das war nach dem Spielverlauf her nicht unbedingt verdient. Eine Partie auf Augenhöhe, aber bisher mit dem besseren Ausgang. Oscar, der Torschütze, mit einem klasse Tor. Newcastle versucht in der zweiten Halbzeit wieder reinzukommen. Das ist der Ball auf Wijnaldum. Wir sind in der 55. Minute. Der auffälligste Akteur bei den Magpies war Jonjo Shelvey auf Michy Batshuayi. Und der versucht es einfach mal angeschnitten. Aber Courtois ist da und lenkt diesen Ball zur Ecke ab. Schöner Versuch an sich, aber nicht erfolgreich. Dann ein Tap mit der anschließenden Ecke auf den Bemba. Der legt ab auf Henri Saivé. Wunderbarer Volley-Versuch. Aber Thibaut Courtois ist da und hat den Ball sicher. Das war eine klasse Parade nach dem wunderbaren Schuss des Senegalesen. Jonjo Shelvey ist der Nächste, der es versucht. Aber mittlerweile war Courtois warm geschossen, hatte sich warm geflogen und war dementsprechend unüberwindbar. Wijnaldum mit der nächsten Flanke auf den Tap. Und wieder ist Courtois natürlich auf dem Posten und hält auch diesen Kopfball des Franzosen. Trotzdem gab es die Newcastle nicht auf. Wir sind in der Schlussphase, 80. Minute. Henri Saivé mit der nächsten Gelegenheit. Hector Bellerin, Neuzugang von Arsenal. Saivé auf Wijnaldum abgefälscht. Es gibt einen erneuten Eckball, der reingebracht in die Mitte. Natürlich von Standard. Spezialist. Wer sollte das wohl sein? Richtig, Paul George. Ein Tap bringt den rein und da steht Henri Saivé. 1:1, 83. Minute. Der Ausgleichstreffer für die Magpies und das erste Tor für den Senegalesen für seinen neuen Arbeitgeber. Wunderbare Flanke von einem Tap auf den Spieler, der ehemals schon in seiner Liga aktiv war und der Kopfball ist dann klasse. Setzt sich da durch, sowohl gegen Azpilicueta als auch gegen Tomas Kalas. Darf normalerweise nie passieren und dann behindert Matic noch Thibaut Courtois und der Ball ist drin. 1:1, Newcastle machte jetzt weiter, wollte den Sieg. Es gab den Fehlpass in der Defensive von Chelsea, das ist wieder ein Tipp und der ja verliert den Ball erstmal, erobert sich da aber nochmal wieder und spielt einfach mal in die Spitze rein und da steht es HIV und da steht Jonjo Shelvey, der andere Neuzugang und auch der macht sein Tor, 2:1, 90. Minute, die Entscheidung mit Wembley und der Siegtreffer für Newcastle United, das war stark gespielt, ein Tipp holt sich den Ball nochmal wieder, spielt auf Henri Saivé, der das Ausgleichstor gemacht hat und der leitet direkt weiter auf seinen Co-Spieler im zentralen Mittelfeld, den anderen Neuzugang Shelvey und der momentan noch mit der Nummer 32 ausgestattete Waliser macht hier das 2:1, Newcastle gewinnt also den Community Shield, gewinnt den englischen Superpokal bzw. Supercup. Die Fans mehr als zufrieden mit der Leistung ihrer Mannschaft. Chelsea hatte in der zweiten Halbzeit keine wirklichen Torchancen. Die erste Halbzeit war ausgeglichen, die zweite eindeutig für Newcastle. Und dementsprechend kann man auch sagen, sind verdient der Gewinner des Supercups. Ein guter Start in die nächste Saison für Trainer MGT und seine Mannschaft. Gegen die großen Teams sieht es bei uns immer sehr, sehr gut aus und auch das war wieder keine Ausnahme. Wunderbare Partie mit einem richtig guten Ausgang für uns gleich. Beide Neuzugänge haben direkt mal getroffen. Saivé und auch Jonjo Shelvey haben sich direkt schon mal gelohnt. 17 Millionen, 13 Millionen, insgesamt 30 Millionen für die beiden ausgegeben, aber bisher auch mit wirklich guten Leistungen. Von daher kann man sich da absolut nicht beschweren. Wir entlassen ein paar Jugendspieler, die für meinen Geschmack nicht genug Potenzial haben, auch wenn 86 an sich gut ist. Aber ich bin eher für die, die ein bisschen mehr noch haben, einfach von denen auch mehr quasi gebrauchen können und mehr Platz schaffen müssen. Wir sind jetzt angekommen nach der Vorbereitung effektiv. Wir sind jetzt kurz vorm Ligastart. Das heißt, wir müssen nochmal schauen, was tut sich auf dem Transfermarkt, was können wir tun, wen müssen wir eventuell noch abgeben, wen können wir verpflichten. Es ist auf jeden Fall die interessanteste Phase mit in der Saison, denn es geht darum, wie wir in die Liga reinkommen und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, denn wenn wir gut starten, sieht es sehr gut aus, sowohl für die internationalen Spiele als auch für die Liga. Auf der anderen Seite, wenn wir schlecht reinkommen, eventuell direkt mal wie bei Gladbach ein richtig schwacher Start gegen Dortmund, damals hier gegen City, also einen richtig starken Gegner, dann könnte das sehr, sehr böse enden für uns. Denn eventuell stürzen wir ab und geraten in eine Abwärtsspirale. Das wollen wir natürlich nicht und dementsprechend werden wir alles daran setzen, das nächste Spiel zu gewinnen. Wieder gegen einen großen Gegner, gerade schon angesprochen, Manchester City. Alles andere als leicht zu bespielen, haben sehr, sehr starken Kader. Vielleicht nochmal einen Tucken stärker als der vom FC Chelsea. Aber momentan, beziehungsweise die letzten Jahre, war es immer relativ gut gegen City. Ich erinnere mich an den letzten Karrieremodus mit Newcastle, letzten Sommer. Da war es das erste Spiel, was wir jemals gemacht haben mit Newcastle. Und das haben wir tatsächlich gewonnen gegen Manchester City. Von daher bin ich relativ optimistisch, dass das irgendwie was werden sollte im Idealfall. Und wir schauen einfach mal, was gleich passieren wird. Bekommen Angebot für Rolando Ahrens. Watford möchte den ganz gerne ausleihen. Können sie natürlich gerne tun. War ja sowieso unser Plan, dass wir unseren jungen Flügelspieler einfach mal erstmal abgeben, damit der sich weiterentwickeln kann und Spielzeit bekommt, die er bei uns eventuell nicht so zuhauf bekommt. Erst wo wir gerade Neuzugänge auch sehr viele in unseren Reihen haben. Das schafft weiterhin Platz für einen neuen Flügelspieler, den ich aber verpflichten möchte. Wen genau, weiß ich noch nicht.
Er sieht stark nach Andros Townsend aus, weil der auch in Realität gekommen ist. Vielleicht verpflichte ich auch einen zweiten noch dazu. Je nachdem, muss ich mal schauen. Bin mir noch nicht ganz sicher, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit und ein bisschen, ja, quasi zu gucken. Die Sache ist, auf A10 bin ich momentan sehr glücklich mit den Spielern, die da stehen. Und zwar Wijnaldum und Perez Sturmspitze, Batshuayi und Bentner bzw. Armstrong. Rechts haben wir Cabella und dann halt seinen Ersatz. Links haben wir einen Tepp und da ist es dann ein bisschen schwierig, aber Saive kann das theoretisch spielen. Zentrales Mittelfeld haben wir eben diesen Saive zusammen noch mit Jean-Josh Helvey, mit Moussa Sissoko, mit Emre Can, der noch nicht verliehen ist, Sim de Jong, der weiter in unserem Verein bleibt und ich weiß gar nicht, irgendwen haben wir glaube ich noch, TOT wird noch wechseln, haben wir noch irgendwen, Vernon Anita wird auch noch wechseln, Bigirimana wird im Idealfall auch noch wechseln, also vielleicht noch einen Flügelspieler auf links holen, damit Saive theoretisch der Mittelfeldspieler bleibt, Fragezeichen, ich bin gespannt, was ich da noch tun wird, vielleicht noch einen zentralen Mittelfeldspieler, ich werde auf jeden Fall noch gucken, schreibt es mir in die Kommentare, linkes Mittelfeld, rechtes Mittelfeld und zentraler Mittelfeldspieler oder nur rechter Flügelspieler oder noch was ganz anderes, haut auf jeden Fall mal rein, ich bin gespannt. Wir spielen jetzt als nächstes gegen City. Viel Spaß und bis gleich. Zu Gast im Etihad Stadium. Das erste Spiel der Saison für Newcastle und Manchester City. Der Pokalsieger empfing den Tabellenzweiten der vergangenen Saison und Superbia in Proelia. Das ist das Motto von Manchester City. Heute wollten sie natürlich mit einem superben Start in die Saison gehen und damit direkt mal zeigen, was die Ambitionen dieses Vereins aus Manchester sind. Manchester Blue also heute zu Hause. Manchester Red spielte auswärts, aber das ist gar nicht so wichtig, denn wir gucken hier nur auf diese Partie. Der Spieler im Fokus, Sergio Kun Agüero, der 28-jähriger Argentinier mit einem Körpergewicht von 74 Kilogramm, einer Körpergröße von 1,72, klein, aber dafür sehr schnell und sehr abschlussstark, einer der besten Stürmer der Welt und der sollte heute Rob Elliott, dem aktuellen Torwart von Newcastle United, das Leben schwer machen. Caballero im Kasten, davor Zabaleta, Otamendi, Mangala und Clichy, gleich drei Argentinier in der Defensive, davor dann Navas, Touré, Fabian Delph und Raheem Sterling in der Sturmspitze, Sergio Kun Agüero und Wilfried Bony. Das heißt, wir haben insgesamt vier Argentinier in der Startelf von Manchester City, die natürlich einiges erwarteten. Auf der anderen Seite bei Newcastle weiter in Rob Elliott und Kasten, es wird nach einem neuen Torwart gefahndet. Davor Bellerin Neuzugang zusammen mit Zuma, Mbemba und Bocconioli ebenfalls Neuzugang. Saive und Shelby ebenfalls Neuzugänge. Auf A10 dann Jorginho Wijnaldum und davor Cabella zurückgekehrt von der Leihe von Majay, Batshuayi und Paul George-Ntepp komplettierten die Offensive. Also wieder ehemalige Ligue 1-Reihe, auch wenn Cabella momentan Thauvin ersetzen, Thauvin abgegeben werden soll, ändert sich also in dieser Hinsicht nicht wirklich was in der Offensive, auch wenn Cabella nicht zusammen mit Batshuayi bei Majay gespielt, aber er ist ein ehemaliger Majay-Spieler und daher keine große Änderung da vorne bei Newcastle drin. Wir springen rein in die Partie und wir springen direkt mal in die erste Szene und die gab es direkt auch mal auf Seiten von Manchester City, die in der Anfangsphase deutlich bessere Team waren. Das ist der Ball auf Wilfried Bony und der versucht es aus knapp 16 Metern, aber der Ball am Tor vorbei. Trotzdem war das der Auftakt zu einem richtigen Sturmlauf von Manchester City. Das ist Jesus Navas, macht das da klasse außen gegen Bemba, der wunderbare Pass auf Yaya Touré, aber das ist eine klasse Parade von Rob Elliott. Der Kopfball von Bony geht an die Latte und es wird dann im Endeffekt geklärt von Newcastle. Trotzdem schien es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis City hier in Führung geht. Richtiges Powerplay der Citizens. Sterling trifft nur den Pfosten, aber das war immer noch nicht alles, denn es gab weitere Chancen. Sergio Kun Agüero setzt sich hier wunderbar durch, Ball auf Außen und der Ball kommt zu Wilfried Bony, aber wieder ist Elliott da und verhindert hier das 0:1 von Newcastle. Kam in der Anfangsphase überhaupt nichts und dann der erste Konter Batshuayi auf Rémi Cabella und der hat viel zu viel Platz auf der Außenbahn, weil City aufgerückt ist, zieht in den 16er die Flanke in die Mitte, da ist Wijnaldum 1:0, 23. Minute, die erste Konterchance, der erste Torschuss von Newcastle und die direkt das 1:0 für die Magpies. Ganz schwach verteidigt von den Citizens. Alle mit aufgerückt. Keiner schnell genug für Cabella und keiner bei Wijnaldum. Caballero chancenlos. 1:0 für Newcastle. City wirkte unbeeindruckt. Versuchte weiter nach vorne zu spielen. Wilfried Bony versucht es wieder. Aber wieder ist Rob Elliott auf dem Posten. Bis zu diesem Zeitpunkt der Beste bei Newcastle. Aber sie führten ja und versuchten das weiter auszubauen. Kopfball von Shelby. Klasse Parade von Caballero. Es war jetzt richtig eng bei City hinten drin. Wenn Newcastle eine Chance bekam, sah das sehr, sehr gut aus. Zur Halbzeit stand es 1:0. Jorginho Wijnaldum, der bisher einzige Torschütze, aber zur zweiten Halbzeit sollte sich zumindest ein bisschen was ändern, denn Manchester City machte genauso weiter, aber wurde ein bisschen erfolgreicher und ein bisschen konsequenter in der Chancenverwertung. Wir springen direkt in die erste Szene der zweiten Halbzeit hinein, das ist auf der Außenbahn Zabaleta mit dem Ball auf Yaya Touré und der flankt einfach mal in die Mitte auf Wilfried Bony, sein Landsmann, der macht das 1:1, 49. Minute, perfekter Start in die zweite Halbzeit für Manchester City. Bony mit seinem ersten Saisontor im ersten Spiel, wunderbare Flanke von Yaya Touré und nach vier Versuchen klappt es dann endlich mal für den anderen Niveau im Kader.
Kader von Manchester City. Die Flanke war wirklich sehr, sehr gut und der Kopfball war auch sehr, sehr gut. Keiner ist wirklich bei Bonny, beziehungsweise kann sich durchsetzen. Elliott ist chancenlos, aber auf der anderen Seite versuchte Newcastle direkt wieder zurückzuschlagen. Batshuayi, wunderbarer Pass auf Wijnaldum, frei vom Kasten von Caballero und dann ist ein Tap-Down, macht den irgendwie rein. 2:1, 60. Spielminute, der Ausgleich war Geschichte, denn es stand wieder 2:1 für Newcastle. Wieder der Vorsprung und das war wunderbar gemacht. Der Pass von Batshuayi uneigensinnig auf Wijnaldum, seinen Sturmpartner, kann man ja nicht sagen, aber den Mann hinter ihm normalerweise, der einen klasse Laufweg hat, die Abwehr ausgehebelt, Caballero, wunderbare Parade, aber dann ist Delft da und keiner ist schnell genug auf dem Posten, der Ball ist drin, Newcastle führt und City versuchte wieder zurückzukommen. Wilfried Bony, die Chance auf sein zweites Tor, nein, Zuma ist dazwischen, aber er ist unfair dazwischen, trifft neben dem Ball auch Bony und trifft mehr Bony als Ball und deswegen gibt es folgerichtig natürlich als letzter Mann die rote Karte vom Schiedsrichter Lee Probert verteilt. Das war bitter für Zuma, sein Ligadebüt in dieser Saison und direkt mal die erste rote Karte. Yaya Touré mit der Freistoßchance, aber über das Tor getreten. Rob Elliott fliegt vergebens. Es blieb beim 0:1 und dann springen wir in die Schlussphase. 1:2, Entschuldigung. Schlussphase, der eingewechselte Niklas Lord-Bendtner auf der Außenbahn zieht hier in die Mitte beziehungsweise wartet auf seinen Sturmpartner, auf Michi Batshuayi. Jeder auch noch auf dem Platz war, aber der kommt nicht an den Ball ran. Es gab nochmal einen Einwurf und das in der 90. Spielminute. Das heißt, Newcastle könnte die Zeit runterlaufen lassen an der Eckfahne. Allerdings hatten die da andere Pläne. Der Einwurf von Wijnaldum auf Niklas Bendtner und der mit der Ballkontrolle gegen De Bruyne setzt sich da klasse durch und spielt auf Michi Batshuayi und der darf auch noch sein Tor machen. In der 90. Minute der 3:1 endgültige Entscheidungstreffer für die Magpies. Das Herzchen vom ehemaligen Mageia und dem belgischen Nationalstürmer Michi Batshuayi für seine Saison, der letzte Saison, der erfolgreichste Torschütze bei den Magpies und die Saison geht auch richtig gut für ihn los. Klasse gemacht von Bendtner nach seiner Einwechslung, sehr präsent auf dem Platz der Däne und mit der Übersicht für den besser postierten Batshuayi und der grätscht den Ball rein, macht das 3:1 und somit die Entscheidung. Das war die letzte Aktion der Partie. Newcastle gewinnt den Auftakt gegen Manchester City mit 3:1. Sehr, sehr überraschend. City konnte nicht das umsetzen, was sie umsetzen wollten. War zwar in der ersten Halbzeit gerade in der Anfangsphase die deutlich bessere Mannschaft, aber Newcastle war effektiver vorne drin, besser vor den Kasten und dementsprechend natürlich mit einem verdienten Auswärtsdreier. Sie starten richtig gut in die Saison. Bei City läuft es noch nicht so, aber natürlich werden die nächsten Spiele erst Gewissheit geben. Aber Newcastle kann sich auf jeden Fall selber loben. Wenn es so weitergeht, sieht es Saison wieder richtig gut aus im Titelrennen. Ja, das war ein sehr, sehr schöner Sieg, muss man auf jeden Fall sagen. 3:1 hätte ich persönlich nicht gedacht. Normalerweise sieht es ja immer so aus, dass wir gegen die großen Vereine gut dastehen, aber wirklich so, quasi so viele Chancen gegen uns haben wir nie. Denn normalerweise machen es die großen Vereine, wenn sie denn die Chancen haben, auch rein. Hier machen sie es nicht, beziehungsweise Bony hat ein Tor gemacht, aber sie haben halt den Großteil der Chancen nicht genutzt und das konnten wir dann quasi für unsere Gunsten ausnutzen. Von daher sehr, sehr schön, kann man nichts gegen sagen. Wir gewinnen also und stehen damit relativ gut da in der Tabelle zum Anfang der Saison direkt bei. Eure Aufgabe ist jetzt, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euch die Episode gefallen hat. Wenn sie euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, das ist auch sehr wichtig. Und ja, die Transferfrage ist noch nicht ganz geklärt. Flügelspieler 1, Flügelspieler 2 noch dazu und dann noch die Frage, holen wir auch noch einen zentralen Mittelfeldspieler oder nicht. Ich werde auf jeden Fall den Kader nochmal analysieren, ich bin natürlich auch ein bisschen entscheidend. Aber mal sehen, was da noch so gehen wird. Ich habe da so einige im Auge. Bin gespannt, was ihr dazu sagen werdet, beziehungsweise was ihr davon haltet. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst den Daumen nach oben da. Ich wünsche euch an dieser Stelle noch einen wunderschönen Tag. Und hier habt ihr schon mal einen kleinen quasi Ausblick, was denn so passieren könnte, theoretisch. Wird es eventuell Alex Oxlade-Chamberlain? Es bleibt spannend. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao. Haut rein. Und ciao. Haut rein.